Guten Morla, Popola. Erzähl mal, wie hast du geschlafen? Ist egal, ich kann das auch gerne löschen, aber du wolltest mal die ganzen Auszüge an der Rinne mir schicken. Mir ist das immer wie du magst. Hast du gut geschlafen? Hier wird schon gearbeitet. Frühmorgen, Ostermontag. Das sagt man immer noch frohe Ostern? Ja, ne? Ich glaube schon. Ah, guten Morgen. Ich sehe noch sehr, 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 sehr fürchterlich aus. Was soll den Fingerabdruck zum Mensch werden, ne? Habe ich auch, ja. Ich habe euch erzählt, dass ich Online-Banking jetzt einrichten muss. Oder muss nicht, aber das ist halt sehr viel erleichtert. Wisst ihr wahrscheinlich alles selber. Kannst du einmal die Milch aufdrehen, bitte gleich? Danke. Ja, und das richtet der Bernd jetzt gerade ein. Man muss das erst am Laptop oder an einem anderen Gerät machen und dann kann man sich das am Handy einrichten. Und das macht der Bernd halt gerade, damit ich, wenn ihr was bestellt bei mir, sehe, wann Geldeingang ist. Weil ja nicht jeder PayPal hat. Hatschi, Gesundheit! Hatschi, Gesundheit! Ja, so sieht das aus hier. Auf den Ostermontag. Da ist schon alles abgedunkelt, die Fenster. Wir werden bestimmt heute sehr viel chillen. Der Kamin ist an. Denn draußen sind 4 Grad. Ja. Ich hasse sowas, so Einrichten von dem da. Du machst sowas gerne, ne? Geht gerade. Also, du machst sowas gerne. Danke, danke. Du brauchst auch kein Gerät mehr, du kannst das alles mit deinem Handy jetzt machen. Mhm. Ja, nur das Einrichten musste man machen mit dem Laptop oder mit dem festen PC-Computer. Ja, was ist denn da los? Wer erzählt mir denn da so eine schöne Geschichte? Ha? Erzählst du mir eine schöne Geschichte? Du winkst ja, sag mal, hallo Vlog. Hallo. Ha? Kommt ein Mann die Treppe rauf, klopft an, bim bam, guten Tag, Herr Nasenmann. Ja, du bist schon gewaschen, ne? Sauber gemacht, nur in Schlafanzug haben wir wieder angezogen. Ja. Bernd hat uns jetzt lecker Frühstück kredenzt. Ich muss deinen Blick nochmal machen, haben wir nicht mit drauf. Er hat Brötchen aufgebacken, hat sich eine Yum-Yum-Suppe gemacht, ich wollte keine. Tada, ganz viele Aufschnitte, unser leckeres Tofu-Rührei. Die Maus ist eingeschlafen, die bleibt hier bei mir liegen. Kühlschrank runterdrehen. Den Kühlschrank runterdrehen? Ja, die Wurst ist halb eingefroren. Die ist eingefroren, weil ich habe die gestern rausgeholt, die war tiefgefroren, die ist ganz langsam aufgetaut. Deswegen ist sie noch eingefroren. Genau, die Maus ist eingeschlafen hier. Die bleibt jetzt auch so liegen und ich habe euch gestern Abend im Blog gezeigt, dass ich das Löwenzahnsirup nicht aufbekommen habe. Bernd hat mich gerettet, jetzt kann ich es frühstücken. Ja, für alle, die das nicht kennen, das schmeckt wie Honig, ist aber Löwenzahnsirup. Hallo, du Maus. Hallo, du Maus. Hallo. Ja? Oh. Gucken wir einen ganz alten Film. Ja. Wer kennt den Film? Kleine Kaffeepause. Ich habe Kaffee schon gemahlen hier in unserer Mixermaschine. Das ist dieser Mr. Magic. Den habe ich schon voll lange. Den benutzen wir zurzeit als Kaffeemühle. Dann gibt es noch ein Stück von meinem Vanillepuddingkuchen, den ich den Tag gebacken habe. Vorgestern, glaube ich. Genau. Dann rühre ich das um. Zack. Dann kann man das gleich langsam runterdrücken. Genau. Und die Maus? Hat heute ihr Leo-Outfit an, ne? Bist du ein Leopard? Bist du ein Leopard? Ja? Mausi. Ja, super. Heute ist so der absolute Gammeltag. Ich
Ich habe mich nicht geschminkt, ich habe nicht mal geduscht heute. Was sagst du dazu, Molly? Dann riecht alles gut nach Milch, ne? Ja, riecht alles gut nach Milch. So, ich habe jetzt einmal meine Tasse hier vom Frühstück. So, mein Bauch sieht man, ne? So. Tasse vom Frühstück. Dann kommt da schon mal Hafermilch rein. Zack. Genau. So. Tada. Kaffee fertig. Ich liebe Kaffee. Schmeckt so lecker. Nicht mal um wach zu werden, einfach weil er voll lecker ist. Und jetzt wollte ich hier nebenbei aufräumen. Die Spülmaschine ist fertig von unserem Besuch gestern. Also das alles, was wir gebraucht haben. Und das alles aufräumen. Hier wird fleißig gekocht. Oh, die sind ein bisschen angebrannt. Oh, egal. Es ist einmal Bernds Soße, die er immer einkocht, wo ihr das Rezept von haben möchtet. Gibst du das Preis? 503 stimmt, Preis, es ist Preis. Ja, klar. Kochbuch können wir es auch noch mit reinmachen. Ja, das Kochbuch ist jetzt übrigens beim Grafiker. Ja, Mediengestalter. Mediengestalter. Also Rezepte sind alle drin, bis auf die braune Soße. Stay tuned, es kommt, es wird, es wird. Also es gibt braune Soße, Cordon Bleu, Erbsen und Möhren und hier sind Kartoffeln drin. Ich decke gerade den Tisch weiter. So. Wir haben noch Bohnensalat mit dieser Sahnesoße mit Essig und Zucker. Das Dressing hatten wir noch über von Blattsalat. Und ich habe einfach Bohnen drauf gemacht. So. Ja, jetzt ist wieder Sonnenschein. Wir waren gerade spazieren, da war Hagel, Schnee, Sonne und alles. Gemischt, Aprilwetter und jetzt ist wieder die Sonne. Ne? Ein bisschen so auf Köpfchen hier, damit das geschützt ist. Ja, Mausi, genau. Murphy, runter. Runter. Die Party geht oben ab. Die Party geht oben ab. Murphy, komm. Komm, wir gehen Party machen. Es schneit erstmal, müsste man sagen. Gesundheit. Es schneit, das Fenster ist weiß. Und die ganze Familie ist im Bad. Murphy, Kavino macht die Dusche sauber. Ich habe ein Häufchen gemacht. Genick gebrochen. Hier kann man so stoßen, das ist das Problem über die kann man hier eigentlich nicht stoßen. Ja, eigentlich, aber das die war fest. Ja, aber nein, die war nicht fest. Die ist immer so geschaukelt. Die ich habe die nie Scheibe gemacht. Die ist ja kaputt. Ich bin da einmal. Ich wollte da einmal aussteigen und dann. Was kann man da machen am Abfluss? Das weiß ich nicht. Der ist irgendwie verstopft. Ich habe da schon mit der Pinzette alles rausgeholt. Ich habe da Rohrreiniger reingemacht. Was hast du denn? Alles Mögliche. Weiß ich nicht, warum der Abfluss so ist. Bei uns geht halt immer das Wasser hoch und dann läuft es erstmal nicht mehr ab. Ja, klar. Und das werden die meisten eh sagen. Mal Abfallfrei oder mit dem Pömpel, da haben wir alles. Das haben wir schon gemacht. Wie doof ist. Ja. Hast du mit dem Pömpel Murphy schon versucht, Bernd? Ich nicht. Okay. Oh, oh. Er hat sich schick gemacht. Warte, warte. Okay. Mach doch her. Ja. Die Portale in den Augen, wenn ich sie angucke. Die Morla? Ja. Erzähl doch nicht sowas. Ja. Sofort der Männerschreck, sagt so. Wie wird man eine Männerhauende Amazone? Nein. Gute Nacht, Calvino. Ach, gute Nacht. So, hier ist auch unser Fenster zugeschneit. Machen wir demnächst die Lampe, die du anlässt, nehmen wir einfach weg, hat die Mama gesagt. Aber dann hast du nach 2 Stunden keine Lampen mehr. Gute Nacht, schlaf gut. Denk von mir, träum von dir. Okay, ihr Lieben, jetzt wird's privat. Guck dir das mal an. Es wird doch noch nicht privat. Was ist denn? Was wird privat? Ich sage, ich wollte jetzt den Vlog beenden. Wir schlafen doch, das ist privat. Hier gibt es nichts Privates. Boah, die Heizung ist voll warm. Auf 2. Meine Güte. Ja, so, ihr Lieben. Jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis morgen. Oh. Tschüss. Li, 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 li.
unser Liebesabendsritual. Ich fütter wie im alten Rom mit Träubchen, meinem Täubchen. Aua! Bisschen doof. Ich will noch keine Traube. Ein bisschen Finger war auch dabei.